So, meine Damen, willkommen wir dir zurück zu einer neuen Folge von Eurotruck Simulator 2. Heute wieder auf der Single und gerade haben wir noch nach Weihnachten. Wir haben heute lasst mich mal gucken, den 28. Dezember. Und ja, ihr seht, es gibt hier doch irgendwie ein paar Sachen zu gewinnen oder zu schaffen. Ich würde einfach mal sagen, wir fahren jetzt erstmal los. Und sind jetzt, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt unterwegs sind, von La Rochelle nach St. Lorenz. Beide Städte, oder St. Lorenz überhaupt nicht besucht. Die Vibration an meinem Tisch ist leider aus. Ich weiß nicht warum. Aber Leute, wir fahren einfach mal los. Natürlich ein bisschen leiser. Nicht richtig drinne. Da ich. Okay, jetzt höre ich mich doppelt. Ich höre keinen Sound mehr. Das ist richtig bitter. Alter. Also das ist jetzt wirklich hart. Da muss ich bitte ohne Sound spielen. Ich hoffe nur, da ist nicht zu laut für euch. Ja, hallo, Wasm. Willkommen zurück. Hier zu einer ca. 20-minütigen Folge von Eurotrax Monitor. Ich nutze heute die Zeit, weil ich wieder fortproduktion bin, da ich Silvester wahrscheinlich nicht da bin. Ich werde wahrscheinlich schon morgen wieder zu meinen Eltern fahren. Auf die Reaktion bin ich gespannt. Weil alle haben mich so richtig mit Umarmen und alles Mögliche verabschiedet und ja. Jetzt bin ich auf immer wieder da zu Silvester. Das ist doch wohl komisch. Ja. Deswegen Vorproduktion bis zum 5.1.2018. Ich habe noch einige Videos, die ich hochladen darf, kann, bearbeiten sollte, darf und so weiter und so fort. Und jedenfalls, dafür nutze ich jetzt diese Folge. Ja, ich habe jetzt aufgenommen gehabt. Ich habe jetzt zweimal Record Leech. Ich habe jetzt GTA, was sich aktualisiert im Hintergrund. Ich habe Battlefield, was sich im Hintergrund für eine Stunde aktualisiert. Und ich darf alle Sachen bis morgen noch hochladen, fertig machen. Beziehungsweise über die Arbeitszeit oder beziehungsweise nach der Arbeit habe ich auch nochmal Zeit. Ich habe morgen frei dadurch wahrscheinlich. Und jedenfalls wird es dann wohl so sein. Ich nehme mal eine Seite von den Kopfhörern runter, wenn ich schon mich selber höre. Ich habe jetzt, was ich habe ich ja jetzt gesagt, was ich aufgenommen habe. Und es werden aber noch, kann ich euch jetzt schon sagen, die Gaming-Videos auf meinem fucking Kanal kommen. Das habe ich jetzt abgesprochen im Jahresinterview, was sowieso wieder bald kommt. Heißt es, man weiß es noch nicht, ob das kommt, weil das Interview einen Monat alt ist, durch Zeitmangel. Aber jetzt kann ich euch sagen, es wird kommen. Es wird ein Video davor kommen. So als, hey, Cayman kommt zu mir ungefähr. Oder Cayman Videos kommt zu mir auf dem Kanal. Und dann wird eine extra Playlist erstellt mit Cayman. Ich hoffe natürlich, wie ich auch im Jahresinterview gesagt habe, dass ich versuche nächstes Jahr auch wieder mit auf Touren zu gehen, einfach mal mit unterwegs zu sein, ein paar Videos zu machen. Hoffentlich mit einer anderen Qualität. Das bedeutet, kein Übersteuern durch Gitarre oder Bass. Es ist alles so eine Art Versuch. Ich werde mir jetzt keine direkte neue Kamera kaufen. Spare jetzt insgesamt auf ein Auto. Deswegen auch kein Laptop, keine großartigen Spiele neu. Obwohl die Spiele natürlich eine andere Sache sind, auf der wir vielleicht noch später drauf zureiten werden. Und jedenfalls, das sind so die Sachen, die ich jetzt in nächster Zeit noch machen darf, soll Erlaubnis bekommen habe. Heute stehen noch eben drei Videos an, innerhalb von 2 Stunden. Nicht mal. Eine halbe Stunde.
Das heißt, wenn das Video fertig ist, hoffe ich, dass GTA fertig ist oder Battlefield. Bei Battlefield dauert das eine halbe Stunde zum Aufnehmen. Weil ich muss dann, ich gehe nämlich noch was zu essen holen und dann muss ich um 12 Uhr auf Arbeit fahren. Und wir haben es gerade halb 10. 10. Um 11 Uhr speichere ich. Um 11 Uhr esse ich immer Mittag. Und ja, das ist so die Sache, die jetzt in nächster Zeit passiert. Ich werde zu meinen Eltern zu Silvester da sein. Das bedeutet, es wird dieses Jahr wieder ein Silvester-Video geben. Ein kurzes Zusammenschnitt von den Raketen, die in meiner Heimat hochgehen, so in der Nähe ungefähr von den Batterien, die ich mir selber kaufe, werde ich aber diesmal vielleicht ein bisschen mehr erzählen, was ich selber gekauft habe, wie ich meinen Bruder gekauft habe, was wir so, was meine Eltern gekauft haben, so als normale Raketen. Das werde ich mal ansprechen. Weil vielleicht interessiert sich aber jemand dafür. Und ich merke, ich muss bloß weiter rüberfahren. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die ich jetzt machen möchte? Ja, es kommt noch mal so ein kleines Talk-Video. Da ich ja jetzt zum Beispiel im Superfly Dresden war und sehr gerne wieder hin möchte und dort mal anfragen möchte, ob ich vielleicht mal eine GoPro mitbringen darf. Bonös wär's. Jedenfalls, es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich würde es jedem empfehlen. Man muss aber dazu sagen, jetzt nicht mit 6-jährigen Kindern oder was unbedingt gleich hinzugehen, weil es ist nicht nur ein Trampolin, es ist in ein Schaumstoffbad reinwerfen, es ist in Airbags reinwerfen, es ist einfach nur über Hindernisse springen, es ist ein Hindernisparcours, es ist eine richtige Sportsaustobung. Für eine Stunde 12,50 € waren es, glaube ich. Richtig geil. Man braucht Antihaftsocken dazu. Und jedenfalls diese Antihaft. Und man braucht noch so ein Armband. Das kriegt man dort ja für 2 €. Aber ich würde mal sagen, wer keine Antihaftsocken hat, kann sich dort welche kaufen, die sogar mitnehmen nach Hause. Für 2,50 €, 2 € das Band. Da sind wir bei einer Stunde, sind wir bei 12, 16, 18, 19 € pro Person. Und sonst 19 € kostet auch die 2 Stunden. Und ich glaube, 2 Stunden ist das Maximale, was es dort überhaupt gibt. Und das ist einfach nur krass. Und ich hoffe gerade, dass ich wirklich Sound im Spiel habe, weil ich gerade überhaupt nicht störe. Wenn nicht, tut es mir leid, heute hört ja nur meine Stimme. Wenn es dich interessiert, kann natürlich abschalten. Ja, dann ist noch irgendwelche Sachen. Mit einem Kumpel habe ich jetzt mich nochmal über einen eigenen Tisch mich beraten, was auch im Jahresendvideo kam. Ich möchte ja meinen eigenen Tisch bauen und darüber ein paar Videos machen. Er hat gesagt, ja, wir holen uns am besten keine Platten und alles, sondern wir bauen einfach einen Tisch um. Und nach meinen Vorstellungen mit dem Tisch zum Beispiel, den ich jetzt hier habe, passt es nicht ganz. Also der Tisch soll schon ein bisschen weiter hinten sein, damit ich, ja, sagen wir es mal so, ich habe jetzt einen Schreibtisch und habe dahinter noch mal ein Brett von Länge von 50. Vorne vielleicht ein Brett von 30, 40, so um die Drehe. Und insgesamt so bei 70, glaube ich, sind wir dann. Und das ist eine optimale Entfernung, um alles zu verstauen. Klar, wenn ich dann meinen eigenen Tisch hätte, würde dann mein Mischpult alles in den Schrank kommen und von dort aus steuerbar sein. Und unten habe ich auch meine Pläne, die ich aber nicht verraten möchte, weil sonst meldet noch jemand Patent an. Ich muss gerade gucken, muss ich vielleicht schlafen gehen? Ach, 3 Stunden, das passt. Können wir dann in Lammachachel oder sonst wo pennen. Und ja, ich habe auch mit einer Capture Cam habe ich glaube ich auch im Jahresendvideo angefangen. Wer das Jahresendvideo nicht gesehen hat, guckt euch das bitte an. Da stecken 3 Stunden Arbeit dahinter. Eine Stunde Film. Ja gut, ich habe zwei, dreimal verhauen, ist aber jetzt auch nicht schlimm. Passiert jeden Mal. Und das Ganze soll natürlich in einem Video, in einem Schnitt kommen. Bei mehreren Schnitt hätte ich gesagt, okay,
Da lass uns was einfallen, wenn man zwei Kameraden hätte, das würde alles dann funktionieren. Aber trotzdem, ich habe auch vieles dann so gegoogelt und Videoausschnitte gesucht und. Leider habe ich einen gelöscht gehabt. Und die Lust nochmal neu das rauszusuchen, zu downloaden und so, war natürlich nicht da. Aber ich möchte euch auch dieses Jahr mehr mit einbeziehen, was alles Games antrifft. Natürlich jetzt nicht sagt, ey, ich bin Diablo, spiel Last of Us. Da würde ich sagen, hallo. Ich habe auch ein Leben, was ich mitentscheiden darf. Und ich bin ja mehr wirklich dieser Simulatoren, basic, ruhige Typ so. Für die Leute, die mich A nicht kennen und B vielleicht nie wissen, was ich so allgemein spiele. Klar, ich habe auch Mad Max gespielt gehabt und Battlefield spiele ich und sowas. Alles okay. Ich habe mal COD angefangen. Wenn ihr sagt, jo, ich spiele nochmal COD, gerne COD oder irgendein anderes kostenloses Spiel, was ich mal anprobieren soll oder mehrere kostenlose Spiels, was ich mal eine eigene Playlist erstelle. Vielleicht sowas sehr, sehr gerne. Bitte kommt aber jetzt nie mit einem dummen Kommentar. Ja, dann macht ihr einen neuen Kanal und macht nur noch Battlefield-Videos und sowas. Ich muss schon sagen, auf Battlefield habe ich in letzter Zeit extrem viel Lust. Also da kann ich euch schon die Angst wegnehmen. Also Battlefield wird öfters jetzt mal kommen. Aber diese Stundenvideos eben, oder halbe Stundenvideos so. Weil mir das mit am besten gefällt. Ach nee, jetzt muss ich hier raus und ich bin rübergekommen. Komm, dazwischen kann ich mich noch einordnen. Das wurde nichts, aber da ist ein Auto despawned, glaube ich, oder er hat überholt gehabt. Ich glaube, überholt war es. Das glaube ich, der blaue Bus. Und ja, also sagt mir einfach Bescheid. Und ich versuche es zu machen, genauso wie irgendwelche Touren oder so aufzunehmen, dass ihr sagt, Joki, komm mal nach Buxtehude, wir haben den schönsten Club der Welt. Wenn ich jetzt vielleicht nicht gleich kommen. Aber wenn ihr sagt, jo, okay, kommen wir nach Leipzig, da haben wir den Turm, da haben wir Wasser, da haben wir meine Mutter, da haben wir. Also wenn es mehrere Sachen gibt, dann lasse ich mich vielleicht überreden. Ihr wisst ja, dass ich dieses Jahr sowieso, wie gesagt, wer das Jahresvideo geguckt hat, nach Köln fahre. Und da wahrscheinlich ein, zwei Tage vor der Gamescom nochmal Zeit habe, mich dort dazu mir alles anzugucken. Und also können allgemein noch mal ein paar Shots zu machen oder so. Und jedenfalls hoffe ich, dass auch Hamburg dieses Jahr steht. Zum Naturwunderwelt Hamburg. Die soll richtig geil sein. Ich kann sie mir richtig geil vorstellen. Und dazu wird 100% ein Video kommen, wenn ich dort bin. Da wird ein fucking Reisevlog kommen. Einmal so, wie ich durch Hamburg spaziere, ganz gemütlich. Und einmal, wo. Ja. Es wird zwar nicht so sein, dass ich dann meine Kamera ausstelle wie in Bautzen damals. Und einfach mal irgendwie durch ein paar Tore laufe und mir alles so angucke. So wird es natürlich nicht mehr laufen. Da Großstädte ja recht gut besucht sind und man weiß nicht, man dreht sich einmal um und die Kamera ist weg. Das ist in jeder Stadt so, jedem Dorf so kann es passieren. Aber in der Großstadt bei vielen Leuten Risiko sehr, sehr hoch. So, jetzt sehe ich gerade, wir sind fast da. Und wir haben relativ viel die Zeit verredet. Und mir fällt gerade auf, es hat draußen geregnet. Ach ja, Leute. Alles nicht ganz so einfach, wie man sich das so vorstellt, aber das passt schon. Gut.
So, gibt es sonst noch irgendwelche Themen, die ich jetzt auf den letzten 30 Kilometern noch zu erzählen habe? Mir ist aufgefallen, bei Eurotruck Simulator, ich habe noch kein Darlehen aufgenommen, soweit ich das gesehen habe. Oder kein großes Darlehen. Können wir ja gleich nochmal gucken. Und entweder kaufe ich mir jetzt mit den 100.000 eine neue Firma, oder ich baue meine alte für 200 auf. Da würde ich euch mal mit entscheiden lassen, weil ja, also eine neue zu holen und irgendwann anders einen Außenstand zu haben, würde sich im echten Leben 0,0 jetzt lohnen. Die Sache ist aber bloß, es ist billiger als mein Stand auszubauen, deswegen tendiere ich fast schon dazu. Die Sache ist bloß, wenn ich meine Firma ausbaue, kann ich kein LKW mehr leisten. Und wenn ich eine neue Firma kaufe, was ich Lust habe, weil, damit ich mal ein bisschen Geld einnehme, kann ich mir noch ein LKW kaufen. Mir ist dann in dem Sinn, ist mir das dann egal, ob ich dann Renault nehme oder sowas. Wäre mir sogar fast lieber. So können wir auch mal sagen, ja, okay, wir testen mal Renault, ja, wir testen mal Scania, wir testen mal Volvo, wir testen mal Mercedes. Habe ich irgendeine Marke vergessen? Renault, Mercedes. Ne, Kastenwagen. Oh, nice. Atomkraftwerk. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Das ist richtig geil hier. Wie heißt die Firma? Ah, wir sind noch nicht da. Nee, doch wir. Hä? Wir müssten eigentlich da sein. Okay, die kleine Minimap, die hat ein paar kleine. Nee, hä? Das sind doch. Das sind 2 Kilometer im Spiel? Okay, gut. Dann sind 2 Kilometer im Spiel. Schade, ich dachte, wir fahren jetzt in ein Atomkraftwerk rein. Wir fahren ins Atomkraftwerk rein. Oh, ist das nice. Also direkt fahren wir nicht rein, wir fahren indirekt rein, aber trotzdem ist das geil. Okay, 80 in Betriebsgelände ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Rechts vor links wäre hier, glaube ich, sogar. So. Hier können wir schön Schwung holen. Oder ihr wollt vielleicht was zu kochen sehen, fällt mir gerade noch nebenbei spontan. Oh, hier gibt es sogar eine Raupe. Nukleon. Ja, war eigentlich fast klar, aber. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, wie gesagt, leckt ein bisschen. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir können mal wieder normal einparken. Im Moment gehe ich bloß auf Nummer sicher. Da wir nicht gerade die meiste Zeit haben. Aber gut, okay, gut. Also jetzt gucken wir noch 2 Sachen. Also hier legt sich die dafür. Okay, schick, schick, schick. Ergebnis anzeigen. Okay. So. Okay, ich habe 0. Grand Gift Delivery Aktion. Okay, ich habe 2 Aufträge suchen gemacht und habe ja auch dann mir was angenommen. Aber darfst nur bestimmte Sachen. Na gut, ist mir jetzt auch egal. Gut. So, Bank, wollte mal gucken. Wir könnten jetzt 400.000, wir könnten uns sogar ein bisschen mehr ausbauen. Hier hat man noch einen Kredit von 100.000, der läuft aber, das sind 2.800. Die können wir komplett abzahlen.
Und jetzt bin ich mal gespannt, LKW-Händler, Volvo ist gerade in Renault, Mercedes, Iveco habe ich vergessen. Iveco gibt es natürlich auch noch. DAF gibt es auch noch. Die zwei Firmen habe ich leider ganz vergessen gehabt. Und dann können wir mal kurz auf Garagenmanagement, also Ausbau kostet, warum was? 180, keine 200, sondern 180. Und eine neue Firma kaufen kostet 100. Das heißt, ihr dürft euch aussuchen, entweder holen wir uns hier einen Garagenplatz mehr oder wir sagen, okay, wir holen uns eine neue Firma. Was ist denn das hier überhaupt? Das würde mich mal interessieren. Das ist nun dazugekommen, soweit ich weiß. Und da würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt nur noch um. Wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt der Mensch, was. Ciao, ciao.